Kannst du nicht vegan sein oder willst du nicht vegan sein? Das ist die Frage. Ganz oft, wenn ich Konversationen zu dem Thema habe mit Menschen, dann kriege ich als Antwort: Ja, okay, macht ja alles Sinn, Tierquälerei ist blöd, aber ja, ich kann ja nicht vegan leben. Weil, Punkt, Punkt, Punkt. Das kann sein, dass dann kommt, weil ich mache gerne Kraftsport, weil ich mag aber Fleisch, ich mag aber kein Gemüse oder das ist aber meine Tradition. Ihr kennt die ganzen Einwände, habe ich auf meinem Kanal schon hinlänglich darüber gesprochen. Aber ich möchte hier darauf hinaus, auf dieses Wörtchen kann. Die Leute sagen mir dann, ich kann nicht vegan leben, damit sie diesen Gedanken erst gar nicht zulassen. Weil natürlich kannst du vegan leben, du kannst alles. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, es ist nur Mindset-Sache, du kannst alles erreichen, jeder kann Millionär werden. Das will ich nicht sagen. Aber zwischen vegan leben und Millionär werden ist ein kleiner Unterschied da. Ne? Also vegan zu leben, auch wenn sich viele vielleicht schwierig und kompliziert und sonst was vorstellen, ist es ja einfach nicht. Das kann man ja einfach mal faktisch so festhalten. Ne? Ich glaube, für den einen ist es vielleicht ein bisschen leichter als für die andere Person, aber ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft. Und das kann wirklich jeder machen, zumindest alle Menschen, mit denen ich spreche. Also die Frage ist nicht, kannst du vegan leben, sondern willst du es oder willst du es nicht? Weil wenn du es wirklich willst, dann kannst du es auch. Es ist natürlich komfortabel aus Sicht von einer Person, die nicht vegan ist, zu sagen, ich kann aber nicht vegan leben, weil man dann den Gedanken erst gar nicht zulassen muss und diesen, ja, Gedankenpfad erst gar nicht runtergehen muss, weil man vielleicht innerlich schon weiß, naja, warte mal, wenn ich das wirklich zulasse und ich mir eingestehe, dass ich vegan leben könnte, dass das theoretisch möglich ist, und ich diese ganzen Argumente, die für Tierrechte und für Veganismus sprechen, jetzt mal wirklich auf mich wirken lasse, dann komme ich wahrscheinlich an einem Punkt an, wo ich dann wirklich vegan leben muss. Und das will ich nicht. Warum auch immer Leute das nicht wollen. Und um dieses unangenehme Gefühl zu vermeiden, am Ende quasi dieses Pfades dazustehen und zu realisieren, ja, verdammt, die ganzen Argumente für Veganismus, die sind schon verdammt gut und valide. Und eigentlich habe ich nichts dagegen einzuwenden mehr, wenn ich mir eingestehe, dass es geht. Und jetzt bin ich am Ende an einer Position, wo ich entweder mir eingestehen muss, ein Heuchler zu sein, weil ich immer sage, ich bin gegen Tierquälerei, aber ich bezahle noch dafür. Oder ich muss mich halt ändern. Und beides ist irgendwie in dem Moment dann unbequem. Und um diese Unbequemheit zu vermeiden, sagen Leute dann einfach, ja, aber ich kann ja nicht vegan leben, weil ich mag ja Fleisch. Und der Gedanke ist vorbei. Ja, ich mochte auch Fleisch. So, das heißt nicht, dass du nicht vegan leben kannst, nur weil du Fleisch magst oder weil du Sport machst oder weil du XY machst. Die ganzen Einwände geben natürlich keinen Sinn. Das heißt, sag nicht, ich kann nicht, sondern sei wenigstens ehrlich im ersten Schritt und sag, ich will nicht. Und betrachte die Argumente dann nochmal aus der Sichtweise. Wenn wir den Satz anschauen, ich kann nicht vegan sein und ersetzen mal ein paar Worte, dann wirkt das schon ganz anders und dann wirkt der Satz auch ganz anders auf dich selbst. Denn ob du zu dir selber sagst, ich kann nicht vegan sein oder du ersetzt das Wort kann durch will, na, dann klingt das schon anders. Ich will nicht vegan sein. Dann klingt das eher wie so ein verzogenes Kind oder wie Prinz Markus. Ne? Könnt ihr das neue Video dir mal angucken, wo er dann so rumschreit und oh, ihr schmeißt mit Schimpfwörtern um sich. Ich will aber nicht, und es ist betrunken dabei, und so klingt das, wenn man sagt, oh, ich will aber nicht vegan sein, ich mag aber mein Fleisch und lasst mich in Ruhe, ihr beleidigt mich alle, ihr Veganer seid so aggressiv zu mir, ich will aber nicht, ich will mein Fleisch und ihr könnt gar nichts daran ändern. So klingt das ungefähr. Und wenn wir die Worte vegan sein mal ersetzen durch eine grobe Umschreibung des Begriffes mit gegen Tierquälerei sein, dann ändert sich der Satz, den ich eben gesagt habe, von ich kann nicht vegan sein zu ich will nicht gegen Tierquälerei sein. Das wirkt schon anders. Setz dich mal hin oder stell dich mal hin, schau in den Spiegel und sag dir selbst laut oder leise, ich will nicht gegen Tierquälerei sein. Und dann frag dich, will ich das wirklich? Will ich wirklich nicht gegen Tierquälerei sein? Will ich für Tierquälerei sein? Nee. Also das ist eine Frage, die du dir gerne mal stellen darfst und ich hoffe, du kommst dann am Ende raus, dass du vegan leben solltest, wenn du vermeiden willst, ein Heuchler zu sein. Also, red dich nicht selber klein, red dir nicht ein, ich kann nicht vegan sein, denn du kannst das. Frag dich, willst du das oder willst du weiter für Tierquälerei sein?